Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ellermanns Welt, Promi-Welt sozusagen. Denn Gabi Baginski ist hier. Sie hat uns ja auch vor kurzem unterstützt bei unserer großen Gala. Liebe Gabi, du bist viele Jahre im Geschäft. Wie viel genau? Ja, 50 Jahre stehe ich auf der Bühne. Das ist jetzt gerade gezählt. Vom ersten Bühnenauftritt an. 50 Jahre habe ich dieses Jahr Bühnenjubiläum. Also bist du mit 2 Jahren angefangen? Ungefähr. Du feierst das auch ganz groß, bist in vielen Sendungen dieses Jahr. Ja, ich habe zum Beispiel den ZDF Fernsehgarten jetzt, dann bin ich bei Ross Anthony in der Schlagerparty, dann bin ich bei Immer wieder Sonntags und ja, noch ein paar schöne Sendungen. Brisant war ich jetzt gewesen, die haben auch ein tolles Konzert von mir auf Mallorca also mitgeschnitten und Teile meines Lebens gezeigt und so. Es war also bis jetzt schon alles sehr aufregend. Und du warst bei uns auf der Gala und deshalb zeigen wir einen Ausschnitt mal einmal hier von unserer Gala. Da hast du das Publikum ja auch bei der Spendengala super überzeugt. Du warst ja auch bei uns in der Leishalle vor Jahren mit großen Schlagerstars und auch der unvergessene Chris Roberts war da. Auch ein lieber Kollege aus der ZDF-Hitparade, ne? Absolut, ich kenne Chris ja auch schon eigentlich all die Jahre, wo ich auf der Bühne stehe. Und ich muss sagen, auch in meinen jungen Jahren, wo ich angefangen hatte, hat er überhaupt keine Allüren gezeigt. Er hat mich sofort akzeptiert als nette Kollegin und er war immer freundlich zu mir. Und es war einer der allerliebsten, der Chris, ja. Und deshalb zeigen wir Chris Roberts nochmal aus der Leishalle. Hier haben wir ihn musikalisch nochmal mit seinem Potpourri der schönsten Hits von Chris Roberts. Hab Sonne im Herzen, egal ob es stürmt oder schneit. Greif zu in der Liebe, das Schöne ist schön nur auf Zeit. Hab Sonne im Herzen, bestell sie am besten bei mir. Hab Sonne. Schatz, du bist ne Wucht, so ein Mädchen wie dich hab ich gesucht. Und auf Biegen und Brechen mit Tücke und List tu ich alles, dass du mich liebst. Mein Schatz, du bist ne Wucht, so ein Mädchen wie der unvergessene Chris Roberts. Du warst ja in der Leishalle auch richtig schön aktiv, aber wir haben mal deine Karriere ein bisschen zusammengestellt. Du hast ja auch mit Dieter Thomas Heck sehr viel gearbeitet. Man kann auch sagen, er war dein Förderer, ne? Ja, das auch, mein Trauzeuge sogar und ein guter, enger Freund von uns gewesen.
Und in unserem Einspielfilm werden Sie jetzt Dieter Thomas Heck auch nochmal sehen, wo er dich anmoderiert, wo du Platz 1 warst mit dem Rum vom Barbados. Und wir zeigen mal die schönsten Stationen von Gabi Baginski. Zu Ihrer Nummer 1, die Sie wiederum gewählt haben. Der Rum von Barbados, Gabi Baginski. Station deiner Karriere. Was war denn dein Lieblingssong? Gibt es da überhaupt einen? Ja, Männer verstehen nur, was sie wollen unter anderem. Dann damals mein Medley, also meine drei Titel, die bekommen am Abend mein Charlies Classic, die getragen ich an den Nagel. Heute Morgen, immer und ewig. Ich habe ganz, ganz viele schöne Lieder, die mir auch persönlich sehr gut gefallen. Der Song mit den Männern, bezieht sich das ein bisschen auch auf deinen Ehemann? Ja, natürlich. Ich habe aus dem Leben gesungen. Damit habe ich die deutschen Schlagerfestspiele gewonnen, 1998. Und ich habe jetzt auch einen aktuellen Titel, der heißt Ich mag mich so, wie ich bin. Wir haben ja am Abend auch den Song hier gehört von dir, ne? Die hat ja Premiere gehabt hier sozusagen bei uns hier in Hamburg. Ja, das ist richtig, ja. Deshalb sehen wir die Premiere nochmal mit dem aktuellen Titel. Du sagst ihn an. Wie heißt er? Ich mag mich so, wie ich bin. Wir mögen dich auch. Schönheitswahn werde ich mich nicht verirren, so ein Quatsch, da pfeif ich drauf. Und gehe ich mal aus zum Feiern, dann esse und trinke ich das, was mir schmeckt. Manchmal auch viel zu viel, mir egal, ich bin halt nicht perfekt. Ich mag mich so, wie ich bin. Hey, ich mach nur noch das, das, was ich wirklich will. Und auch die Geschichten dazu. Ja, liebe Gabi, Trauzeuge hast du angesprochen, dein Mann ist auch da. Komm mal einmal zu uns, bitte. Der hat die Geldtasche mit. Grüß dich, Manfred. Grüß dich. Alles gut bei dir? Ja, prima, alles. Was bist du eigentlich im wahren Leben? Vom Finanzamt? Nein, leider nicht. Das ist mein Gegner. Nein, ich mache im wahren Leben mache ich eigentlich Export. Und zwar arbeite ich für die arabischen Airlines, also Emirates, Etihad, Saudia und Qatar Airways.
heute fast was Arabisches anziehen müssen. Ne? Aber sag mal, ich habe gehört, du hast auch gearbeitet mit Boutiquen. Ist das richtig? Hast du Boutiquen gehabt? Wir hatten Boutiquen in Moskau und in Peking und in Budapest. Und leider sind wir etwas zu früh angefangen damit in Moskau und sind von der Mafia ausgeraubt worden. Und damit war für uns die Sache erledigt. Also ein bisschen mit Finanzen hatte das dann doch was zu tun. Ja, genau, das stimmt schon, ja. Im weitesten Sinne. Ne? Ja, das stimmt. Und hattest du auch eine schöne Kollektion von ihnen immer bekommen aus den Boutiquen? Ich konnte voll zuschlagen und das war toll für mich. Ich bin auch heute noch immer gut beraten, weil meine Schwester eine Boutique in Rheine hat und da kaufe ich auch immer sehr viel. Und da bin ich auch gut beraten. Ihr lebt ja an der holländischen Grenze? Ja, genau. Wir leben ungefähr 5 Kilometer von Holland weg. Und ich muss sagen, ich spreche also fließend Holländisch. Kannst du mal unsere Zuschauer auf Holländisch begrüßen? Guten Abend, Damen und Herren. Ich bin heel blij, um hier zu sein. Und ich hoffe, ihr habt einen feinen Abend. Oh, klasse. Aber ich habe es sogar verstanden. Also, das Rudi Carrel, wann wir es möglich, wie viel Sommer passt da fast. Sprichst du auch Holländisch? Nein, leider nicht. Nein. Ey. Sie spricht Holländisch, aber sie hat von mir nur die Schimpfworte gelernt, also das kann man nicht lassen. Wunderbar. Auf jeden Fall singst du gut Deutsch, vertrittst den deutschen Schlager und wir hören noch einen Titel. Ich sage Dankeschön, liebe Gabi, Dankeschön, lieber Manfred und bis zum nächsten Mal. Nächsten Sonntag 19:45 und 21:45 Uhr sehen wir uns wieder. Dankeschön. Die Katzen sind in guten Händen, wir sind zurück.